Wir testen etwas, das mit dem Video eigentlich gar nicht sieht, zum großen Teil, aber eigentlich auch gar nicht sehen muss. Aber fangen wir von vorne an. Der Plan war, mehrere Knieschoner bei tagelangen Trailrides auszutesten und gegeneinander zu vergleichen. Die diversen Magazinen haben sich herauskristallisiert, immer wieder mehrfache Testsieger, und genau die sollten überprüft werden. Das Problem war, der Fox Enduro Pro war derartig unangenehm in der Umkleidekabine im Shop. Er hat gekratzt, er hat gejuckt. Ich musste ihn in XXL überhaupt einmal probieren und dann ist er noch runtergerutscht, nur durchs Bewegen in der Umkleidekabine. Ich habe aber zwei andere Paar Knieschoner gekauft, die auch bei Tests sehr gut abgeschnitten haben. Und es ist halt der Test, der für drei gedacht war, ein Test für zwei geworden. Getestet wird der Knieschoner unter Alltagssituationen und bei Ganztagesausfahrten. Wir geben den Knieschoner in der Früh drauf und nehmen ihn am Abend nach der Tour wieder runter. Wie fühlt sich der Knieschoner an? Merken wir etwas, dass wir den Knieschoner drauf haben? Und wie sieht unser Knie am Ende des Tages aus? Leck mir am Arsch, ich bin so gut. Du bist gut? Ich bin tipptopp. Ja, aber das sind die gleichen. Das sind die gleichen. Hey, guck mal, da ist ja schon gut ein Spiel drin. Eigentlich soll es um Knieschoner gehen und nicht um Bremskolben. Ja, das wird überbewertet. Aber wegen Spaß kann man auch haben. Am besten testet man sowas natürlich nicht alleine, logisch, sondern immer in der Gruppe. So, was haben wir jetzt tagsüber damit gemacht? Kann man da die Sattelstütze? Kann man hoch. Ah, kann man hoch. Geht, oder? Ja, jetzt geht's besser. Aber eine schöne Flasche. Sehr schöne. Ich darf mir da gleich noch andere Knie aufkriegen. Aber die Hörnchen sind super, die hätte ich auch gern. Ja, aber mir ist ja so ein Sattel kalt. Hat schon was, ja, gell? Da hätte ich eine Idee, da mal zurücktauschen. Die Nupsis haben ja, was. Ja, das aber war schlecht erotisch. Wie viel Akku hast du denn jetzt verbraucht? Weil du hast jetzt um 3% mehr. 1%. Du hast aber. Ernst jetzt? Ja. Du gib ich da. Ja, gib her wieder. Das ist der Konrad macht vollen Körpereinsatz, das gefällt mir. Alles gut. Aber du benutzt deine Knie schon noch wirklich, ja? Ja, ich habe noch mit Knie ein bisschen bremst, weil die so scharf ist. Aber du hast ja, so das ist die Electric Plus Variante. Was ist eigentlich dein Lieblingsknieschoner und mit welchen Knieschoner hast du bislang ausschließlich positive Erfahrungen gemacht? Schreib es unten rein in die Kommentare, vielleicht ist da noch ein Knieschoner-Tipp dabei für den einen oder anderen oder vielleicht sogar einer für mich, welchen Knieschoner ich als nächstes ausprobieren könnte. Bist du abgestiegen? Er ist für die Action zuständig. Hast du die Knieschoner gebraucht? Ja. Okay. Bist du da eher schmerzbefreit? Da bin ich nicht. Okay. Kannst du so machen? Und so machen? Und auf einen Fuß stehen? Na, hör auf, du, dein Hosenteil ist offen. Ja, das deswegen hat es jetzt liegen. Deswegen? Sehr gut, dass du auch so da lange. Ich bleibe lange am Liegen. Ja. Aha, da kannst du ja auch ohne was tun. Ja, ich zieh noch mal Jacken wieder hoch. Ja, fantastisch! Und wieder aufs Knie. Die Knietechnik hast du schon ausgefeilt. Das ist nicht so schlimm, aber die Brennnessel. Also die Brennnessel. Gegen Brennnessel helfen oft lange Hosenbeine. Ja. Das für so Sachen waren die schon gut. In meinen Cross-Country-Zeiten bin ich ohne Knieschoner gefahren. Mittlerweile fahre ich ausschließlich mit Knieschoner und nach einigen Stürzen mit und ohne Knieschoner bin ich endgültig davon überzeugt, dass jeder, der Trail und oder Enduro oder grundsätzlich im Gelände ein bisschen wilder rumpelt, die Pumpel und auch bergab fährt, Knieschoner tragen sollte. Punkt. Für mich sind Knieschoner genauso Pflichtausrüstung wie der Helm. Boah, zeig mir mal das Knupperle. Ja, leck, du bist da ganz rot. Ja. Hier. Ist das vom Knieschoner? Ja, ja, von dem. Von dem Knubbele? Ja, genau. Von dem Knubbele wird das Schenkele ganz rotele. Ja. Magst du was? Magst du was? Nein, mir geht es. Also, bei mir ist die Hose rot, aber sonst war ja alles okay, glaube ich. Und dir gefallen deine elektrischen auch, gell? Ja, die haben super, die drucken mir mit dem Strom. Heute nicht? Warmen Skier. Gestern schon? Jetzt machen wir mal was. Nein, du mal, was? Haben sie mit jetzt nehme ich das mal. 13 Zentimeter höher.
Weil er die Knieschoner anhat. Weil die mehr so. Strom hat. Und jetzt ruppelt es an einer anderen Stelle, weißt du? Achso, jetzt hast du zwei rote Knubbel. Ja, zwei rote Knubbel am Knüle. Das ist aber eh gescheit. Wir schauen jetzt aus, aber haben sie jetzt halt anders nachgemacht, jetzt ist es besser. Und die machen auch so rote Knubbel? Die haben halt auch innen da so eine Naht. Und weil das bewegt sich immer beim Dritter und dann schrabbelt es da. Alles ein Klumpen. Also musst du uns jetzt halt den mal aber sie halten dafür. Du für welche hast, wenn da nichts scheuert. Achtung. Jetzt zückt er sie aus. Jawohl! Komm! Ja, aber da krieg ich die Hosen nicht mehr. Musik! Musik! Ja, ich müsste dich jetzt alle umdrehen. Jawohl! Hey. Ich hab gleich heute eine sexy Unterhose. Wow! Hey! Ja. Will ich doch sehen! Ich geh bis da runter! Okay, ach du Schande! Das sind so Strümpfe und keine Knieschuhe. Da brauchst du keine lange Hose. Da brauchst du weder lange Hose. Du brauchst gar keine Hose mehr. Hosen, der Unterhose, das könnte. Die zwei Knieschoner-Kandidaten hier im Video unterscheiden sich dramatisch. Hier haben wir einerseits Level 1, andererseits Level 2 zertifiziertes Schutzmaterial. Das ist mal das eine. Andererseits ist dieses Modell hier eher von der härteren und stabilen Sorte und somit auch beim Transport eher, wie soll ich sagen, schwer kleiner zu kriegen. Dieses Modell hier ist allerdings sehr wohl klein zu kriegen und kann auch leicht eingesteckt werden. Hat aber auch Schutzklasse 1, hat aber auch das D3O-Material. Hier wird eigenentwickeltes Material verwendet, was nicht zwingend heißt, dass das jetzt schlechter sein muss oder nicht. Es ist halt nur so, was es ist. Bei dem Modell gibt es auf der Seite keinerlei zusätzliche Polsterung. Es ist ja D3O-Schutzbelag quasi drin im Stoff und das war's. Und bei dem Modell haben wir zusätzlich zu der entnehmbaren Schutz-Level 2 Kappe quasi noch links und rechts zusätzliche Polster. Wir fahren wieder. Schaust du in deiner App noch, wie das Wetter wird? Nein! Regnen tut es heute nicht mehr. Dafür ist es kalt. Willst du da Fotos sortieren oder was? Am Ende des Testtages mit diesem Gerät konnte man die Abdrücke am Knie eindeutig sehen. Ich habe tagsüber bereits gemerkt, dass hier Nähte sind und die Nähte habe ich am Abend des Tages gesehen. Bei dem Gerät konnte ich den ganzen Tag keine Nähte spüren, weil es keine Nähte gibt und das Knie hat auch entsprechend anders ausgesehen. Welchen der beiden man letztlich nimmt, hängt wahrscheinlich auch davon ab, was man damit machen will. Will man ein bisschen mehr Protektion haben und es stört einen nicht, dass er groß ist. Oder kann man mit Level 1 am Trail sehr gut auskommen und man hat etwas, was man sehr leicht einstecken kann, sehr leicht anziehen kann, den ganzen Tag nicht spürt. Welchen man am Ende für sich selber auswählen wird, ist eine sehr individuelle Sache. Alle Knie sind verschieden, Fahrstile sind verschieden, Anforderungen sind verschieden. Jeder sollte den Knieschoner wählen, den er für sich am besten erachtet. Ich will Knieschoner tragen, die ich den ganzen Tag tragen kann, wo ich am Abend ein Knie habe, das gar nicht weiß, dass es ein Knie schon ertragen hat müssen und wo es mir am Abend genauso gut geht wie in der Früh. Ich will Knie schon haben, die mich nicht drücken, wo ich keine Reibestellen oder sonst irgendwas habe. Diese Anforderung konnte von diesen beiden Knieschoner nur einer zu 100% erfüllen, auch wenn der andere trotzdem eigentlich tadellos bequem war, tagsüber. Würde ich die nochmal kaufen?